Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem wir euch zeigen wollen, wie ihr ein T-Online und ein Gmail-Konto in Mozilla Thunderbird integriert und eure E-Mails abrufen könnt. In einem anderen Video haben wir bereits gezeigt, wie ihr das Ganze mit einem GMX- und Web.de-Konto fabriziert. Den Link zum Video packe ich in die Videobeschreibung und jetzt solltet ihr es oben als Infokarte sehen. Wir fangen mit T-Online an. Wenn ihr zum Gmail-Teil springen wollt, findet ihr den Zeitstempel auch in der Beschreibung. Wir befinden uns bereits im geöffneten Thunderbird. Öffnet nun oben rechts das Hamburger-Menü. Das ist die Schaltfläche mit den drei Strichen. Weiter geht's dann mit Einstellungen und mit Konteneinstellungen. Im sich öffnenden Fenster klickt ihr das Auswahlfeld Kontenaktionen an und wählt dann E-Mail-Konto hinzufügen aus. Konto für eine bestehende E-Mail-Adresse einrichten. Hier tragt ihr im ersten Feld euren Vor- und Nachnamen ein. Im zweiten Feld eure T-Online-Mail-Adresse und im Feld Passwort euer E-Mail-Passwort. Den Haken bei Passwort speichern könnt ihr drin lassen, ansonsten müsst ihr bei jedem Programmstart das Passwort eingeben. Wie ihr das macht, bleibt euch überlassen. Klickt dann auf den Button Weiter. Thunderbird sucht dann die richtigen Servereinstellungen. Das passt alles soweit. Klickt nun auf Fertig. Anmeldung auf dem Server fehlgeschlagen. Eventuell sind Konfiguration, Benutzername oder Passwort nicht korrekt. Erscheint diese Meldung bei euch auch, müsst ihr euch einmal bei T-Online einloggen. Öffnet dazu euren Browser und ruft T-Online auf. Loggt euch mit euren Zugangsdaten ein. Seid ihr eingeloggt, klickt ihr oben rechts auf das Zahnrad. In den Einstellungen klickt ihr links im Menü auf den Punkt Passwörter. Passwort für E-Mail-Programme. Nur notwendig für E-Mail-Programme oder Apps anderer Anbieter. Wenn Sie Ihre E-Mails mit einem E-Mail-Programm oder einer E-Mail-Applikation, App eines anderen Anbieters abrufen möchten, benötigen Sie aus Sicherheitsgründen ein zusätzliches Passwort für E-Mail-Programme. Alles klar! Klickt nun Passwort für E-Mail-Programme ändern an. Vergebt nun ein Passwort, das den Anforderungen entspricht und bestätigt es im unteren Feld. Klickt dann auf Speichern. Ich minimiere das Fenster und gebe nun das eben vergebene Passwort im Thunderbird ein. Wieder auf Weiter und Fertig. Schließt das Fenster dann mit einem Klick auf OK. Dann kommen die Mails auch rein. Das war's hier soweit. Kommen wir zu Gmail. Öffnet im Thunderbird oben rechts das Hamburger-Menü. Klickt dann auf Einstellungen und auf Konteneinstellungen. Im nächsten Fenster klickt ihr das Auswahlfeld Kontenaktionen an und wählt den Menüpunkt E-Mail-Konto hinzufügen aus. Im Fenster Konto für eine bestehende E-Mail-Adresse einrichten müsst ihr ein paar Felder ausfüllen. Gebt im ersten Feld Vor- und Nachname ein, im zweiten Feld eure Gmail-Adresse und im dritten Feld das E-Mail-Passwort. Wenn ihr den Haken bei Passwort speichern drin lasst, speichert Thunderbird das Passwort und ihr müsst es bei Programmstart nicht erneut eingeben. Mit einem Klick auf Weiter werden die Einstellungen abgerufen. Die Konfiguration kann so bleiben, klickt auf den Button Fertig. Es öffnet sich daraufhin ein Fenster, wo ihr aufgefordert werdet, euch mit den Gmail-Zugangsdaten anzumelden. Gebt dort eure E-Mail-Adresse ein und klickt auf Weiter.
Gebt dann euer E-Mail-Passwort ein und klickt auf Anmelden. Mozilla Thunderbird E-Mail benötigt Zugriff auf Ihr Google-Konto. Dadurch erhält Mozilla Thunderbird E-Mail diese Berechtigung. Gmail-E-Mails lesen, schreiben, senden und endgültig löschen. Alles klar? Klickt auf den Button Zulassen. Gut, klickt nun auf OK. Und im Hintergrund sehen wir schon die eingehenden E-Mails. Und das war's auch mit diesem Video. Falls ihr Fragen zum Thema habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Damit bedanke ich mich fürs Einschalten und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben oder einen netten Kommentar freuen. Und wenn ihr weitere Videos von uns sehen wollt, lasst uns doch ein Abo da oder schaut auf unserem Kanal vorbei. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.